Koh Tao ist ein absolutes Urlaubsparadies. Leider gerät die kleine Insel im Golf von Thailand oft in Vergessenheit neben Koh Samui und Koh Phangan. Warum es sich aber lohnt, auf diese Insel zu kommen, was man hier alles unternehmen kann und warum wir finden, dass es die beste der drei Inseln ist, verraten wir dir in diesem Video. An alle, die uns noch nicht kennen, wir sind Laura und Finn. Seit 2020 reisen wir als Vollzeit-digitale Nomaden und Weltenbummler um die Welt und teilen auf unserem Instagram- und YouTube-Kanal ganz viel Reisetipps und Reiseinspiration. Nach unserem ersten Stop in Bangkok sind wir jetzt aktuell in Südthailand unterwegs und nehmen dich die nächsten Wochen mit auf unsere Thailand-Reise. Abonniere jetzt schon mal den Kanal, um kein Video zu verpassen. Laura und ich haben die letzten Tage hier auf Koh Phangan verbracht und wir waren auf der Full Moon Party und haben die Insel besucht. Also das solltet ihr auf jeden Fall am Anschluss dieses Videos mal auschecken. Und ja, jetzt geht unsere Reise hier in Thailand weiter. Wir haben noch einiges vor, aber heute geht es nach Koh Tao, eine sehr mysteriöse Insel. Und wir sind jetzt gerade hier in Koh Phangan am Hafen und in einer Viertelstunde soll das Ticketcenter hier aufmachen. Deswegen stellen wir uns gleich mal an, weil hier sind wir super voll. Und holen uns unser Ticket für die Fähre. Unterwegs sind wir nämlich heute mit Lom Praya und das ist eigentlich hier so das größte Fernunternehmen von allen und die haben einen relativ großen Katamaran. Da fühlen wir uns dann immer relativ sicher damit zu fahren. Und genau, das Ticket von Koh Phangan nach Koh Tao hat 600 Baht gekostet und so um die Full Moon Party herum, wie wir jetzt auch gerade da sind, also vor zwei Tagen war die Full Moon Party, sind die Tickets immer relativ schnell ausverkauft. Wir haben uns jetzt ungefähr so zwei Tage vorher haben wir uns das Ticket organisiert, also ihr müsst es jetzt nicht Wochen und Monate im Voraus organisieren, aber es kann halt sein, wenn ihr an dem Tag fahren wollt, nach der Full Moon Party, dass das dann schon ausgebucht ist. Also kümmert euch da rechtzeitig um eure Tickets. In 20 Minuten soll eigentlich unsere Fähre kommen, aber es wurde jetzt irgendwie schon gesagt, dass wir wohl Verspätung haben. Also mal schauen, wie lange wir noch in Koh Phangan verbringen werden. Gott, ey, drei Stunden später als geplant sind wir jetzt auf dem Weg nach Koh Tao. Das ist krass. Hammer, es kamen so viele Fans, sind irgendwie immer gekommen eine und wieder abgehauen. Und ja. Wir saßen da immer, haben gefragt, ist das jetzt hier nach Koh Tao? Nee. Und dann, ich glaube, um 16 Uhr hätten wir fahren sollen, um 16.30 Uhr kam einer. Und die ist dann erst nach Samui gefahren und dann wurde uns gesagt, wenn die zurückkommt, das ist dann eure. Und wir so, um Gottes Willen. Und es waren die irgendwie, es waren hunderte Menschen, teilweise seit 12 Uhr heute Mittag unterwegs und jetzt geht's erst. Es war ein riesengroßes Chaos. We made it to Koh Tao, yes. Die Anfahrt war echt eine wilde und darum mussten wir uns jetzt erstmal ein paar Tage erholen. Heißt, wir waren jetzt schon ein paar Tage hier und haben einfach die Inseln ein bisschen genossen. Komplett ohne Scooter, einfach hier lokal essen gegangen, zu Fuß. Das war richtig, richtig schön. Viel gearbeitet. Und heute ist endlich Zeit zum Explore. Yes, das heißt, wir besorgen uns jetzt als allererstes mal einen Scooter. Wir haben schon die Tage einmal gesehen, hier gibt es irgendwie so ein paar Verleihstationen. Heißt, Stop Nummer 1 heute, erstmal Scooter besorgen, schauen, wie teuer der wird. Das erste Angebot, was wir jetzt hier gesehen haben, waren 250 Baht pro Tag, aber die hatten jetzt nur einen Scooter und der sah schon ein bisschen schrottig aus. Deswegen schauen wir jetzt nochmal bei einem weiteren Verleih nach. Wir haben jetzt für unseren Roller 250 Baht bezahlt pro Tag, das sind ungefähr 7 Euro und das ging wirklich super einfach. Wichtig ist da immer nur, es ist ganz normal in Thailand, dass man seinen Passport abgeben muss. Ja, ich finde das auch mal richtig blöd, irgendwie den Pass abzugeben, aber es war jetzt schon hier fast jedes Mal so und bisher hat es immer gut geklappt. Wir haben immer unseren Scooter zurückbekommen und macht auf jeden Fall auch immer ein Video vom Scooter, schaut euch an, ob irgendwie was kaputt ist oder so. Unser Scooter jetzt ist super neu, einerseits cool zum Fahren, andererseits macht es mir ein bisschen Angst, wenn da jetzt irgendwie ein Kratzer reinkommt. Mal schauen, aber ich bin da ganz positiv und optimistisch. Is it possible to leave that here? It's basically empty. I just put it there and we pick it up later. Okay, thank you. Wir sind jetzt aber beim ersten Highlight des Tages angekommen. Wir sind am John Suwan Lookout und da waren wir schon letztes Jahr. Es ist richtig, richtig schön. Da war auf jeden Fall weniger los, als jetzt los ist.
Und der ist ganz im Süden der Insel. Es kostet 50 Baht pro Person Eintritt und dann kann man da hochkraxeln und man kann auch andere Beaches hier in der Umgebung mit benutzen für diese 50 Baht. Der Weg hier hoch ist echt abenteuerlich, so hatte ich das gar nicht mehr in Erinnerung. Es gibt hier so ganz viele Steine, man muss dann hier so rumkraxeln, aber es gibt eigentlich auch überall so ein kleines Sicherheitsseil, mit dem man sich dann hochziehen kann. Aber der View hier ist einfach mal schon mal der absolute Knaller, oder? Das sieht richtig gut aus. Wir sind jetzt fast ganz oben angekommen und wenn man hier ankommt, dann gibt es hier so einen riesengroßen Stein. Da muss man noch einmal drum herum kraxeln und wow, hier ist echt crazy. Und dann klettert man jetzt hier ganz oben auf den Stein und von hier aus sollten wir dann den besten Ausblick über Koh Tao von dieser Seite der Insel haben. Wir sind oben angekommen und der Aufstieg hat ungefähr 15 Minuten gedauert und es war ein bisschen abenteuerlich, aber ich würde auf jeden Fall sagen, für jeden machbar. Man kann viele Pausen machen und allein der Aufstieg ist schon ein Erlebnis. Aber oben dann angekommen, es ist echt eine wunderschöne Aussicht über Koh Tao. Man kann sogar rüber bis nach Koh Phangan und Koh Samui gucken. So eine gute Sicht hatten wir, glaube ich, noch nie. Also es ist echt der absolute Knaller. Dieser Aussichtspunkt ist, glaube ich, wirklich einer der schönsten Punkte auf Koh Tao und sollte auf jeden Fall in jede Koh Tao-Aktivitätenliste mit rein. Leute, ihr glaubt nicht, was uns gerade passiert ist. Wir sind gerade runtergeklettert vom Aussichtspunkt und dann gibt es noch so einen Stein, wo man echt richtig coole Bilder machen kann. Und wir haben da ein paar Bilder gemacht, haben uns dann die Sachen noch angeschaut und dann auf einmal höre ich nur so ein lautes Knallen und mein komplettes Bein ist nass. Ich habe es gar nicht gecheckt, was passiert ist. Und dann so ein Typ neben uns meinte so, oh mein Gott, a coconut. Und es ist einfach neben Laura und meinem Kopf so ein Stück vorbei, eine fette Kokosnuss runtergekommen. Ist komplett zerschellt auf dem Boden und hat uns beide komplett nass gemacht. Also wir haben so viel Glück gehabt, Leute. Oh, also immer noch oben gucken und jetzt wissen wir vielleicht schon, warum diese Insel auch Todesinsel genannt wird. Auf den Check mussten wir dann erstmal unten nochmal an den Beach. Wir sind hier am Freedom Beach, der gehört quasi zu diesem Paket von dem Aussichtspunkt. Man zahlt also für das Ganze hier Eintritt und dann kann man alles nutzen und der Freedom Beach ist wirklich ein absoluter Traum. Hier ist einiges los, aber hier gibt es auch so Liegen, hier gibt es ein Restaurant. Und es ist einfach die perfekte Abkühlung nach dem Aufstieg. Und ein absolut fantastischer Strand. Man hat so den Ausblick noch auf diese Steine und dieses blaue Wasser, die Palmen im Hintergrund. Es ist einfach ein traumhafter Ort. Gibt es heute Chicken Basil mit Reis und einem Ei. Wir sind jetzt an Sharks Bay angekommen. Das ist der Strand auch ein bisschen auf der anderen Seite. Mussten wir einmal rüberfahren und hier gab es jetzt was Leckeres zu essen. Aber wir haben gerade zwei Engländer getroffen. Die kamen aus dem Wasser vom Schnorcheln und haben gesehen, dass sie einen kleinen Hai gesehen haben. Heißt, wir müssen, glaube ich, auch mal ins Wasser, oder? Genau, und da gibt es einen richtig coolen Punkt. Das ist die Shark Bay View Bar. Und die ist so ein bisschen auf den Klippen quasi drauf. Man kann da einfach hinlaufen. Es ist so ein bisschen versteckt, aber man findet die auf Google Maps. Und da ist es halt so cool, wenn man von der Bar direkt ins Wasser gehen kann und dann quasi nicht erst rausschnorcheln muss. Heißt, da gehen wir jetzt hin, bestellen uns vielleicht einen leckeren Foodcheck und dann ab ins Wasser.
Ein weiteres Must-Do hier auf Koh Tao, haben wir auf jeden Fall gehört, soll es sein, von dem Tanote Bay-Stein zu springen. Deswegen haben wir uns gedacht, geil, weil letztes Jahr hat es nämlich nicht geklappt. Da waren wir hier und da bin ich rausgeschoben und wir waren literally die einzigen Menschen hier auf diesem ganzen Strand. Jetzt ist er ein bisschen voller und die Strömung und der Wellengang war damals so krass, dass man einfach nicht runterspringen konnte. Deswegen sind wir jetzt wieder hingefahren und ich habe gleich direkt gesehen, ah okay, sind ein paar Leute auf dem Stein drauf. Heißt, ich wollte unbedingt hinschwimmen, ich bin hingeschwommen und dann da auf den, es gibt so einen Vorstein, da bin ich raufgeklettert und da muss dann an so einem Seil sich hochkraxeln, Leute, das ist gefährlich. Alter Verwalter, ey. Also so. Also nur erfahrene so Kletterer. So krass bin ich, glaube ich, noch nie. Irgendwie so ist einfach frei, ohne irgendwelche Sicherung, einfach nur an so einem Rope festhalten, da hochgekraxelt. Also, und wie hoch würdest du schätzen, ist es? Schon so 15 Meter da ganz oben. Also es ist echt richtig hoch, richtig und hoch. Und es waren echt richtig viele Leute da. Ich habe von hier gefilmt und es sitzt jetzt halt literally seit 40 Minuten. Es ist oben ein Mädchen, was sich halt nicht traut zu springen. Aber ja. Es gibt halt auch kein richtiges Zurück, weil. Diese darunter klettern, das geht nicht. Ist so gefährlich. Deswegen, wir können schon empfehlen, zum Tanote Bay zu kommen. Und wenn man sich sicher fühlt, auch auf diesen Stein zu springen. Ich würde mich schon als erfahrener Kletterer und Springer bezeichnen. Aber das war wirklich Next Level. Also es hat richtig Spaß gemacht. Ich bin zweimal gesprungen. Wir haben es auch versucht zu filmen. Aber es war wirklich, alter Schwede. Also es passt war, auf euch genau, auf. Genau. Es ist nicht wert. Wenn ihr euch nicht fühlt und es nicht machen wollt, dann lasst es einfach sein. Und schaut euch die trotzdem Springer vom Strand cool an. Hier. Auf jeden Fall muss man, glaube ich, auf Koh Tao muss man hier mal hergekommen sein. Ein absolutes Must-Do auf Koh Tao ist definitiv den Sunset gucken. Es gibt viele, viele schöne Sunset-Spots. Wir wohnen hier direkt in Sai Re, wirst du auch nicht genau. Auf jeden Fall, das ist so der Hauptstrand hier, würde ich sagen. Hier sind super viele Bars, hier sind ganz viele junge Leute, ganz viele Backpacker. Super zum Boden, können wir extrem empfehlen. Das Gute ist nämlich auch, dass man fast keinen Roller braucht, wenn man nur da wohnt, weil irgendwie alles drumherum ist. Es ist direkt der 7-Eleven da, man kann super baden gehen. Es gibt viele Restaurants, alles in Laufgereichweite. Und hier gibt es richtig, richtig viele schöne Sunset-Bars. Das heißt, zum Sunset packen alle Bars ihre Sitzsäcke aus und dann kann man sich da einfach reinsetzen. Kann auch, wenn man alleine reist, da Leute kennenlernen und so weiter. Das ist wirklich traumhaft. Man darf kein Sunset auf Koh Tao verpassen. Auf Koh Tao gibt es super viele lokale Restaurants und die Küche ist richtig günstig und richtig, richtig lecker. Wir sind jetzt hier im Samosa, das ist ein super lokales Restaurant und an der Karte ist ganz cool. Man kann sich nämlich die Gerichte aussuchen, die einzelnen Teiggerichte und dann entscheidet man sich, ob man entweder Tofu, Vegetables, irgendwie Hühnchen, Shrimps oder was auch immer mit dazu nehmen will und danach entscheidet sich dann halt der Preis. Wir probieren das jetzt gerade zum allerersten Mal aus und ich bin sehr gespannt. Ich habe ein Penang Shrimp bestellt, das gibt's auch sonst nicht. Also ein Curry mit Fisch finde ich richtig gut. Ich bin super gespannt. Danke. Guten Appetit! Unser Essen war richtig, richtig lecker, hat sehr gut geschmeckt. Wir blenden euch jetzt mal hier unsere absoluten Lieblingsrestaurants auf Koh Tao ein. Und bitte, wenn ihr auf Koh Tao seid, dann checkt ihr alle mal aus, weil wir haben uns hier echt gut drum probiert und es hat einfach überall richtig, richtig gut geschmeckt. Das können wir extrem empfehlen. Wir haben jetzt für zwei Hauptgerichte ungefähr 7 € bezahlt und das ist echt fair. Und jetzt gehen wir wirklich heim. Ich glaube, Koh Tao ist eigentlich fast mit am bekanntesten für das Tauchen. Hier gibt es nämlich enorm viele Tauchschulen. Es gibt internationale Tauchschulen, es gibt aber auch komplett Tauchschulen, die nur von Deutschen geführt werden. Heißt, wenn ihr euren Tauchschein im Ausland machen wollt, eignet sich Koh Tao dafür extrem gut. Also ihr könnt ihr teilweise wirklich hier sogar auf Deutsch machen. Es gibt super viele deutsche Tauchlehrer. Und selbst wenn nicht, gibt es auch viele andere Tauchschulen. Und egal, ob kompletter Anfänger oder Fortgeschrittener oder einfach nur zum Tauchen selbst, ist Koh Tao, glaube ich, der Ort hier in Thailand, wo man mal drüber nachdenken könnte, entweder tauchen zu lernen oder zu tauchen. Wie ich im Intro schon erzählt habe, gibt es so ein paar Gerüchte rund um Koh Tao außerdem, die ich persönlich ein bisschen crazy finde. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal auf Netflix die Serie Die Schlange geguckt? Wenn nicht, dann müsst ihr da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Das ist so ein Psychopath, nenne ich jetzt einfach mal, der in den 80ern, 70er Jahren genau irgendwie in Thailand ganz viele Touristen ermordet hat. Also wirklich so total kaltblütig. Und ja, auf Koh Tao gibt es auch super viele
merkwürdige Geschichten von irgendwelchen Leuten, die verschwunden sind und dann ermordet wurden. Touristen, ganz viele aus England. Also da gibt es echt wilde Gerüchte, ganz viel im Internet zu lesen. Als wir das letzte Jahr das erste Mal hier nach Qatar gekommen sind, war es auch das erste, was wir so darüber gehört haben, dass Qatar so die Mörderinsel ist. Ja, und dass wirklich einige Leute gesagt haben, nee, da gehe ich auf gar keinen Fall hin. Bis auf die Kokosnuss ging es uns bisher hier richtig gut und wir können sagen, ihr könnt ohne euch Sorgen zu machen hierher kommen. Einer der ikonischsten Spots von Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao ist wahrscheinlich der Koh Nang Yuan National Park. Das sind so zwei Strände, die jeweils so zwei große Berge an beiden Seiten haben. Und ganz, ganz oft findet man Bilder, wenn man Koh Samui oder Koh Phangan googelt, genau von diesem Strand, obwohl dieser Strand in Koh Tao ist. Und das wissen immer ganz viele Leute nicht. Zu diesem Nationalpark kommt ihr leider nicht auf dem Landweg. Auch wenn es so aussieht, dass es da so eine Straße fast bis ganz dahin geht, kommt man da nicht hin und am Ende ist es nur so ein Dead End auf der Straße. Das heißt, ihr müsst ein Taxiboot nehmen. Taxiboote fahren von hier vom Hauptstrand überall ab und die kosten euch 300 Baht pro Person für beide Wege. Da heute schon unser letzter Tag ist und es mich leider erkältungsmäßig extrem erwischt hat in den letzten Tagen, schaffen wir es nicht mehr zu dem Nationalpark, was wir super schade finden. Das nächste Mal werden wir dort auf jeden Fall hingehen. Aber ich habe Finn auch eine kleine Mission vorhin geschickt. Ich habe ihm nämlich gesagt, jetzt geh doch mal an dieses Ende von Koh Tao, wo es fast so aussieht. Als würde man da schon drüber schwimmen können. Und schau dir doch mal an, wie es da ist. Also kommt man wirklich nicht rüber und deswegen habe ich ihn einmal hingeschickt. Er ist dann irgendwie 20 Minuten gelaufen und es sah auch schon absolut atemberaubend. Ja, es sieht wirklich richtig schön aus und ich glaube, wir wären auf jeden Fall auch hingefahren, wenn wir die Zeit gehabt hätten. Aber ich finde einfach dann 300 Baht, um rüber zu fahren, plus 250 Baht Eintritt pro Person, ist dann echt ein bisschen viel für nur ein, zwei Stunden. Also wenn man wahrscheinlich den ganzen Tag da verbringen will, dann lohnt es sich. Ansonsten kann man dort auch übernachten, man kann dort schnorcheln gehen, man kann dort hoch zum Viewpoint, also es gibt einiges zu tun und das nächste Mal, wenn wir irgendwie den ganzen Tag auf Koh Tao haben, würden wir auf jeden Fall dorthin gehen. Deswegen würden wir es jetzt einfach mal blind auch empfehlen, dass es zu den Highlights auf Koh Tao gehört. In unseren Tagen jetzt hier auf Koh Tao haben wir definitiv noch nicht alles geschafft, was man hier erleben kann. Also Koh Tao ist wirklich super vielfältig und wir sind absolut verliebt in diese Insel. Wir finden auch einfach, dass diese Insel so die beste Kombination aus allem ist. Man kann hier extrem gut entspannen, die Strände sind absolut paradiesisch und es gibt zum Beispiel im Vergleich zu Koh Phangan keine Sandflöhe an den Stränden. Ja, das ist einfach mit Abstand das Beste. Extrem zu schätzen ist, man kann sie einfach hier an den Strand legen, ohne zerbissen zu werden. Und es ist trotzdem aber irgendwie viel los. Wer socializen will, kann hier Leute treffen, kann auch feiern gehen. Es gibt überall Strandrestaurants, also es ist einfach ein absoluter Traum. Und natürlich auch so viel mehr als nur tauchen und schnorcheln, wobei das hier auch absolut amazing ist. Also wir finden, es lohnt sich auf jeden Fall mal in Koh Tao vorbeizukommen. Vergesst diese Insel nicht, wenn ihr Island Hopping in Thailand macht. Und wir hoffen einfach, das Video hat euch gefallen. Lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. Für uns geht es nämlich heute weiter. Unser Thailand-Abenteuer geht weiter. Wir fahren nämlich heute Abend mit der Nachtfähre nach Surathani. Und das wird ganz schön aufregend. Ihr habt euch das gewünscht, dass wir das machen bei Instagram. Die Abstimmung waren absolut eindeutig. Das heißt, wir schwingen uns heute Nacht auf die Nachtfähre und sind super gespannt auf das Nehmen Abenteuer. Nehmt euch mit, abonniert den Kanal, um das nicht zu verpassen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.